Okay. Noch eine Pause. Okay. Dann kann ich ja weiterfahren, oder? Dann die Runde auch. Kommst du raus? Thank you.
Wieso hebt sie mich da immer raus? Weil du an der falschen Stelle hinschaust. Ich dachte, ich gucke immer nach vorne. Ja, aber du bist dann zu verkrampft. Das Feld, das Motorrad fällt und dann fällst du mit und dann einmal ist es zu spät und dann geht's aus der Rinne raus. Also noch mehr weiter nach vorne gucken. Genau. Du einfach wo ganz anders hin, aber es ist jetzt wirklich auch schwierig, weil es sehr lose und tief ist. Also, ja. Ja, aber trotzdem, da sollst du noch nicht rausfahren. Ich wollte es nicht, ehrlich. Nee, versuch dich ja mal, also im Stehen, locker stehen nach hinten, das ist immer das Problem. Die Lockerheit. Wenn du sowas siehst, verkrampfst du dann, verkrampfst du, wirst steif auf dem Motorrad und da fehlt die Lockerheit. Das Motorrad kann nicht mehr machen, was es will. Das sieht man dann richtig. Ne? Dann wird nicht mehr mit der Arme, sondern dann fängst du an mit den Schultern zu drücken und zu machen. Und auch die Kniegelenke sind dann steif, dann wird mit der Hüfte irgendwie gedrückt. Und das ist ja eigentlich das Grundverkehrte. Aber das ist normal, weil man es halt nie macht. Ne? Das ist einfach meistens eine Angst. Warte. Oh. Ja, das ist das, was ich meine. Oh. Oh. Echt saufiese. Wolltest du hier rum oder fahr doch da rum? Ich fahr da rum. Ja. Thank you.
Einfach nur vorne am Rad ziehen. Am Rad ziehen. Drehen. In den Speichen. Geht das? Weißt du, es klemmt mich ein. Das ist das Problem. Ja, und die hier nehmen. Ja. Hier habe ich eigentlich keinen Rückwärtsgang. Da sitzt du jetzt über, was? Hä? Fehlt der Gang?
deswegen fahre ich einmal hinterher.